Abseits, Möglichkeit für die Ravensburg Tower Stars. Schuss. Gorica bringt den Puck nicht unter Kontrolle, aber war auch niemand für den Nachschuss zur Stelle. Und Norman Hauner nochmal gestochen und dann ist er drin. Frage ist, da alles in Ordnung gewesen? Schaut sich das vielleicht der Robert Paule nochmal auf dem Bildschirm an, aber ich glaube nicht. Es wurde, Jan Gorica wurde da von keinem Ravensburger behindert oder war auch niemand im Torraum, also das Tor zählt. Ein paar Minuten noch, oh, Rajala. Oh, lässt den Puck liegen, war in aussichtsreicher Position, wollte da auf davonziehen und bekommt dann letztendlich den Puck an den Schlittschuh. Die Gegenseite, Tor! Auf der Gegenseite ein einfacher Angriff der ersten Reihe und es scheint wieder zu klappen um Brian Roloff. Seit Norman Hauner drin ist, seit er von Krefeld kam, seit Zach O'Brien und Ivan Rachunek, deren Verträge aufgelöst wurden, nicht mehr in der ersten Reihe stehen, kann Ravensburg wieder scoren. Es war wieder ein klasse Angriff von Hauner und von Roloff. Toussignan gegen Denin. Bad Nauheim entscheidet das Bulli für sich. Aber schlampig gemacht, Möglichkeit, Slavitinski, Tor! Lukas Slavitinski, der Verteidiger der Ravensburg Tower Stars, kriegt da irgendwie den Puck vor Jan Gorica und ins Eck. Oben links rein, über die Fanghand von Jan Gorica. 3:0 für Ravensburg. Das Ganze in der fünften Spielminute im zweiten Drittel, 25. Spielminute. Sehen wir es nochmal in der Hintertorkamera. Irgendwie steht Slavetinski goldrichtig und netzt ein. Jan Gorica überrascht. Natürlich heißt das gar nichts immer in Eishockey. Die Roten Teufel durchaus mit der Möglichkeit und da schaffen sie es auch, den Anschlusstreffer zu erzielen. Ein konsequenter Angriff und dann ist die Scheibe im Netz. 1:3 Anschlusstreffer für die Roten Teufel aus Bad Nauheim. Und Dusan Frosch, der Oldstar, hat wieder einmal hier gegen seinen ehemaligen Teamkollegen Radek Restan im Einsatz. Powerplay-Formation. Der Roten Teufel hat sich aufgestellt. Rajala, dann an die blaue Linie. Franjic, Tor! 3:2! Keller kann rasch wieder zurück. Nur 31 Sekunden musste er auf der Strafbank Platz nehmen. Und da dürfte es jetzt durchaus wieder Diskussionsbedarf auf der Ravensburger Bank geben. Zwei Drittel lang alles richtig gemacht, 3:0 geführt und jetzt im letzten Drittel hier wieder zum zweiten Mal der Gegentreffer. Johansson, Scheibe durch Mann und Maus durch, aber auch vorbei an Jimmy Hertel. Nochmal Granic auf Dusan Frosch. Mit letztem Einsatz schaffen es die Ravensburg Tower Stars und das war auch noch ein glänzender Einsatz von Lukas Slavetinski, glaube ich. Lukas Slavetinski, der da die Scheibe noch mit dem Handschuh aus der Luft wegchippt. Ravensburg gewinnt 3:2, am Schluss wird es nochmal eng.